So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 3 Remake. Ich habe die Kette hier schon weggemacht. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, kümmern wir uns. Nein, 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 bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Okay. Asshole. Trainingsprotokoll. 91,5 Kilo, 12 Runden im Hof, 2x Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job? Keine Ahnung, wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden. Aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. 26. Juli, 89,1 Kilo. 20 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübungen auf 400 Yard, 5x daneben geschossen, bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp der UBCS und gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel auf einer Entfernung um 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir doch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werde schon wieder. Passt nur auf. 15. August, 86,2 Kilo, 30 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, 2x daneben geschossen. Okay, ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag hatte ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs, aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar extra Punkte einzustreichen. 25. September, 82 Kilo, 30 Kilometer gelaufen, 4x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute. Ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los, Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat, bis ihn mir diese Straßenrowdies weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Okay, so schlecht war er doch nicht. Er hat nur Revenge gemacht bezüglich seines Bruders. Okay, ich guck mir mal die Map an. Okay. Notiz eines Elektrikers. Generatoren für die freie Nutzung bereitgestellt von der Raccoon City Elektriker-Gilde. Aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden, Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen. Jedem steht es frei, sie zu nutzen. Beachten Sie allerdings, dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten. Wenn diese Geräte Stößen oder gar Schüssen ausgesetzt werden, können umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen. Handschriftlicher Zusatz, alles kapiert, wenn ihr einen Generator seht. Der Funken sprüht, kommt ihm nicht näher, macht keine Dummheiten. Sicherheit geht vor, wie man sagt. Wenn wir diesen Mist hinter uns haben, habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot. Euer Elektriker in der Nachbarschaft, Sam. Okay, hier geht's aber schon weiter, ne? Geh ich mal hier lang. Letzter Eintrag eines UBCS-Soldaten, 28. September. Der Mittlere Osten, Osteuropa, Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job,
Der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark, alle mit dem neuesten Sturmgewehren ausgerüstet. Und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Das ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Ich glaube nicht, dass du nochmal aufstehst. Ach, komm schon, Hund. Oh, ich hasse die Hunde. Ich hasse sie. Kann die nicht automatisch zielen, oder? Oh, das ist doch scheiße. Ich hasse Hunde, Mann. Ich hasse sie. Geh weg. Och, Mann. Diese fucking Hunde. Ah, okay, das kann man wegwerfen. Na dann. Tschüss. Ja. Wie sieht meine Energie aus? Scheiße. Scheiße sieht die aus. Oh, diese Hunde, ich hasse sie. Liegt hier nicht noch was rum? So ein bisschen Health oder so. Schießpulver. Okay. So eine Scheiße. Ach komm, nein, 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 nein. Die habe ich doch schon am Arsch gemacht. Steht die jetzt echt wieder auf? Das ist ja wohl eine Schweinerei. Ich brauche echt was zum Heilen. Aber nicht rot, sondern grün.
Faxumleiter des Unterwerks. An alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die 4 Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Ah, eine Tasche. Very good. Very, very goody, goody. So. Liegt hier noch irgendwas Interessantes rum? Okay. Das sieht ein bisschen eklig aus. Okay. Okay. Muss ich da jetzt wirklich raus? Ich speichere vorher ab. Wow, das ist ja widerlich, Herr. Okay, ich spiele noch nicht mal 2 Stunden und habe schon 4-mal gespeichert. Geil. Riecht wie... Ich will gar nicht drüber nachdenken. Na, wie scheiße halt, würde ich mal sagen. Grüne Kräuter, sie wirken. Ich habe angefangen zu glauben, Chad würde nie von seiner Runde zurückkommen. Also habe ich meinen Kopf da reingesteckt und verdammte Scheiße, das nächste, was ich weiß, ist, dass irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschten. Ich habe gewürgt wie blöde, aber das hat die kleinen Viecher kaum gestört. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Ich bin herumgetorkelt in Irrer und dann habe ich es gesehen. Das grüne Kraut. Meine Oma hat mir mal erzählt, dass grüne Kräuter ein natürlicher Insektenschutz ist. Also habe ich eins gegriffen, mir in den Rachen geschoben und runtergeschluckt. Und wer sagt's denn? Die kleinen Viecher wollten nicht mehr in mir drin sein. Ich war noch nie so froh, mich übergeben zu können. Ich werde nochmal da rausgehen, um nach Chat zu suchen. Falls jemand das hier liest, denkt dran, esst euer Grünzeugs. Okay. Das heißt, hier kommen Insekten. Ich benutze mal einen. Okay, das hat gar nichts gebracht. Echt jetzt? Ich bin immer noch gelb. Dankeschön. Schatulle. Mein Gott. Okay, gucken wir die uns mal an. Und da ist der Dietrich drin. Halleluja. Das heißt, wir können eigentlich zurückgehen und ein paar Dinge aufmachen, ne? Bevor es hier weitergeht. Das mache ich. Haha. Das ist ja fantastisch. Wir haben den Dietrich. Na, da war schon eins.
Okay, ich weiß, es ist jetzt eigentlich unnötig, dass ich hier zurückgehe, aber... Es ist mir relativ bums. Ich will erst wissen, was da überall drin ist. Ein Erste-Hilfe-Spray, wirklich jetzt? Ach ja, das braucht man doch nicht. Okay, wir kommen zum ersten Mal hier rein. Oh, was? Okay, also so ein bisschen bricht hier auch die Framerate ein, ne? Also es ist Mega Man. Also man sieht, es ist immer so ein bisschen verschwommen und dann wird es erst klar. Das ist schon komisch. Oh, hier ist noch eine Schatulle. Eine Schatulle? Ein Kästchen? Oh, ein grüner Stein. Was haben wir da? Bobbing Head Dolls. Ihre Charlie-Figur. Die originale Charlie-Figur basiert auf dem Konterfei des Gründers von Toy Uncle Charlie McBergen und wurde zum Maskottchen der Firma. Wir freuen uns, Ihnen zu unserem 25. Jubiläum eine Porzellan-Charlie-Figur zu präsentieren. Die von unseren Mitarbeitern mit Liebe und Sorgfalt von handgefertigte Figur in limitierter Produktion ist ein ideales Geschenk. Wir hoffen, dass Charlie seinen Platz als geschätztes Mitglied Ihrer Familie findet. Vorsicht, dieses Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen oder Stößen. Und das war's hier schon? Man kann hier nicht rein irgendwie? Das finde ich jetzt aber schade. Okay. Na gut. Kann man nichts ändern. War hier noch irgendwas mit dem Dietrich? Nee, ich glaube nicht, ne? Da war noch was im Donut Shop. Zum Öffnen. A Grenade. Na gut. Granate. Okay, und da, wo der Feuerwehrschlauch war, war, glaube ich, auch noch was. Was ist eigentlich mit diesen Freunden hier? Stehen die nicht auf? Also ich glaube, da war auch noch ein verschlossener Spind oder so. Erste-Hilfe-Spray. Okay. Das scheint es hier öfter zu geben. Zumindest in dem
Schwierigkeitsgrad, den ich spiele. Ich denke, in einem normalen Schwierigkeitsgrad wird es nicht so häufig kommen, das Erste-Hilfe-Spray, aber ich spiele auf leicht. Also, und dafür schäme ich mich auch nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal in der Form. Und da will ich erstmal hier alles in Ruhe erkundschaften. Deswegen spielen wir erst eine Runde auf leicht. Okay, ich glaube, das war's hier, ne? Gibt's sonst nichts mehr. Na, ist alles blau. Das heißt, wir haben alles eingesammelt, was geht. Na, oh, diese Hunde. Ich hasse sie. Die sind echt übel. Ich mag die nicht. In jedem Resident Evil sind Hunde kacke. Aber richtig kacke. Okay, hier sind die Leichen verschwunden. Gut, dann. Nehme ich mal so ein gemischtes Kräuterle mit. Ich speichere ab. Das waren jetzt zwar nur 10 Minuten, aber egal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hier kommen bestimmte Insektenviecher oder irgendwas. Hier nochmal ums Eck. War hier was? Naja, hier war was. Muni, Muni, Muni. Muni. Oh Gott, ich wusste es. Ich hasse Insekten. Bäh. Krabbelfiecher. Scheiße. Ja, das ist scheiße. Jetzt habe ich das Ding verbraucht, ne? Da kommt er. Da hinten ist doch noch einer, oder? Das sind jetzt Schatten nur. Sind die eklig. Richtig eklig.
Okay, ich schaff das. Ah, shit. Oh, shit, Mann. Wo kommt denn der jetzt her? Der Sack. Alter, treff den doch. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Voll die Muni vergeudet hier. Okay, Moment. Ich habe erst... Was ist das? Chats, Notiz? Okay. Was zur Hölle ist hier los? Klar, all der seltsame Scheiß, der die letzten Tage hier abging, war schon heftig. Diese seltsamen Viecher, die Nester bauen, die metallischen, der metallische Geruch, der durch die Lüftungsöffnung strömt. Aber Mann, jetzt ist hier über Nacht alles zur Hölle gegangen. Ich muss nach meiner Ma in der Stadt sehen. Aber der Boss sagt, ich darf nicht weg, ehe ich nicht alle Trennschalter umlege. Verdammt nochmal, ich erledige es besser schnell, damit ich hier rauskomme. Ich bin total gearscht, mein Bauch tut so weh, ich kann mich kaum bewegen. Beim letzten Schalter ist mein fettes, hässliches Vieh direkt in die Fresse gesprungen und hat mir eine massive Röhre in den Rachen gerammt. Ich konnte weglaufen und habe es irgendwie geschafft, mich nicht zu übergeben. Scheiße, tut das weh. Fühlt sich an, als ob sich etwas in mir bewegt. Ich halte irgendwie durch. Kann nicht glauben, dass ich nicht gekotzt habe. Scheiße, es tut so weh. Es reißt mich in Stücke. Ich glaube, es ist aus für mich. Ich liebe dich, Mama. Okay, ich gehe nochmal zurück, weil ich glaube, ich habe nur 3 Schalter jetzt umgelegt, oder? Es waren nur 3. Glaube ich. Da hinten ist doch noch was Rotes. Ah, vielleicht muss ich ja hoch und dann irgendwie da außen rum. Ach, echt jetzt? Was sitzt du da oben, du Sack? So ein Schwein. Okay, ich glaube, ich muss hoch. Naja, ich muss hier hoch. Und hier wieder runter.
Weg hier. Ich komme echt aus dem... aus diesem Publoch da. Okay. Komm schon. Na gut, wenigstens haben sie den Weg jetzt frei gemacht. Oh, der sitzt ja da oben. Oh oh. Das sind voll die Drecksviecher. Okay, jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Okay, wir haben Strom gemacht. Sehr gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich hier einen Cut und dann sehen wir am nächsten Part von Resident Evil 3, wie es hier weitergeht. Also bis dahin, bye bye.